Jesus und seine Jünger sind aus dem Speisesaal hinausgegangen, in den Olivengarten, da, wohin sie nachts immer gehen, um miteinander zu reden und zu schlafen. Aber heute sind die Jünger zu erschöpft, um zu reden. Sie legen sich hin und schlafen gleich ein. Denn heute ist zu vieles und zu Großes geschehen. Jesus kann nicht schlafen. Sein Herz ist wach, denn er denkt an das, was bald geschehen wird. Er sieht seine Freunde an, die nicht verstehen können, welche Gedanken ihn bewegen. Seine Freunde, die so müde sind und nur noch schlafen wollen. Jesus ist ganz allein. Er hätte gerne jemanden bei sich, um mit ihm zu sprechen und zu beten. Er ruft Petrus, den ersten der Apostel. Vielleicht wird der wenigstens mit ihm wach bleiben. Aber auch Petrus fallen vor Müdigkeit die Augen zu. Jesus bleibt allein und sagt zum Vater: Wenn du willst, lass mich nicht so viel leiden. Doch wenn du es anders willst, nehme ich alles an, was geschehen wird, um der Liebe willen. In der Stadt Jerusalem haben die Stadtoberhäupter beschlossen, Jesus zu ergreifen. Sie haben Soldaten geholt, damit sie ihn suchen gehen, auch außerhalb der Stadtmauern. Judas weiß, wo Jesus sich befindet, und er wird es ihnen zeigen. Die Soldaten machen sich mit brennenden Fackeln auf die nächtliche Suche. Sie haben Stöcke und Stricke dabei, um Jesus zu fesseln und ihn zurück in die Stadt vor das Gericht zu bringen. Judas, der für Geld seinen Meister verraten hat, führt die Soldaten. Er weiß, wohin Jesus oft mit ihm nachts ging, um zu beten, und wo Jesus ihm viele schöne Geheimnisse anvertraut hatte. Jesus sieht die Flammen der Fackeln und hört die Rufe der Soldaten. Er steht von seinem langen Gebet auf und geht ihnen ohne Furcht entgegen, damit sie ihn fassen und führen, wohin es die Stadtoberhäupter befohlen haben. Judas tritt einen Schritt vor und umarmt Jesus. Er gibt ihm einen Kuss und Jesus sagt zu ihm: Judas, bist du gekommen, um mit einem Kuss deinen Freund zu verraten? Die Soldaten ergreifen Jesus, fesseln ihn ganz fest und schleppen ihn eilig vom Olivengarten weg. Sie bringen ihn in die Gemäuer um das Haus des höchsten Priesters, wo das Gericht, das über ihn richten wird, sich schon versammelt hat. Der höchste Richter des Gerichtes will von Jesus, den er aus dem Gefängnis geholt hat, viele Dinge wissen. Jesus sagt, dass er der Messias ist, den alle Schriften und Propheten angekündigt haben. Und dass er der Sohn Gottes ist, den der Vater zu den Menschen geschickt hat. Judas wirft das Geld, das er von den Stadtoberhäuptern bekommen hat, auf den Boden, denn er begreift jetzt, welch eine schlimme Tat er begangen hat. Sein Herz ist sehr traurig, weil er weiß, dass Jesus verurteilt wird. Und weil er seinen Lehrer, der ihn so geliebt hat, heimtückisch verraten hat. Im Gericht schleudern alle Richter Jesus hässliche Worte entgegen und sagen, dass Jesus Gott gelästert hat, weil er sich Gott gleichgestellt hat. Dass sie das nicht dulden können. Und deshalb soll er nach dem Gesetz hart bestraft werden. Rund um ein Feuer im Hof warten die Menschen. Auch Petrus ist dabei. Eine Dienerin sagt zu ihm: Auch du bist ein Freund dieses Jesus, denn ich habe dich viele Mal hier mit ihm gesehen. Und du sprichst so wie er, und du bist ihm immer gefolgt. Aber Petrus schwört, dass er Jesus nie kennengelernt hat.
Da kommt Jesus vorbei, den das Gericht des Hohen Rates verurteilt hat. Jesus sieht Petrus still an, während sie ihn gefesselt abführen. Das bricht Petrus fast das Herz und er beginnt zu weinen und bereut, dass er Angst hatte, sich zu Jesus zu bekennen. Sein Herz ist traurig, weil er nur aus Angst gelogen hat und so getan hat, als würde er Jesus nicht kennen. Die Wachen des Hohen Rates führen Jesus durch die Straßen der Stadt. Alle Menschen schauen zu und erinnern sich, dass es derselbe Jesus ist, der einige Tage zuvor unter ihren Gesängen nach Jerusalem hereingekommen ist. Damals hatten sie ihn gefeiert. Die Wachen bringen Jesus zum römischen Statthalter Pontius Pilatus, weil der Hohe Rat Jesus nicht verurteilen darf. Nur die Römer, die hier herrschen, können sagen, ob er bestraft werden soll.